Kybernetik an sich ist ein seltsamer Begriff, etwas staubig. Und ich glaube auch, dass die Studierenden der, sagen wir mal, 60er oder 70er Jahre damit auch noch nicht so viel anfangen konnten. Denn er besagt etwas, was eigentlich unsichtbar ist, nämlich eine Art Systemdenken. Also es ist ein Begriff, der sich mit der Wissenschaft der Systeme befasst und versucht, die Systeme zu verstehen und vor allen Dingen auch die, sagen wir mal, die Interaktion von Systemen zu verstehen. Und wenn man das etwas begriffen hat, dieses Systemdenken, dann stellt man fest, und das hat eben der Mathematiker Norbert Wiener 1947 getan, dass sich gewisse Prinzipien in der Natur, in der Gesellschaft, aber auch in der Technik und auch im Körper des Menschen ähneln. Und diese Prozesse sind Regelungsprozesse, Feedbackprozesse, also Mechanismen, wie der Körper funktioniert, wie Gesellschaften funktionieren, wie die Natur als Ökologiesystem funktioniert. Und Norbert Wiener hat diese, sagen wir mal, Ähnlichkeit der Systeme herausgearbeitet und hat dem Ganzen den Namen Kybernetik gegeben. Und dieser Begriff, so seltsam er auch immer schon war, versucht eben eigentlich eine Art Universalprinzip zu beschreiben. Die Architektur, wenn sie sich als, sagen wir mal, Disziplin von Generalisten und Generalisten versteht, hat natürlich ein unglaubliches Sensorium, was in anderen Feldern und Disziplinen passiert. Wenn sich also eine neue biologische oder eine neue Theorie in der Biologie entwickelt oder in der Physik, Relativitätstheorie oder wie heute in der künstlichen Intelligenz, dann sind wir als Architekten und als Architektinnen sehr schnell bei der Sache, darüber zu reflektieren. Wir machen uns sofort Gedanken, was heißt das für unsere Disziplin? Bringt uns das mal wieder in Gefahr? Also wir sind sehr sensibel, weil wir eine generalistische Ausbildung genossen haben und auch uns als solche verstehen. Also die Kybernetik wurde aufgenommen in der Architektur mit wehenden Fahnen und in den 70ern ja wieder etwas fallen gelassen. Warum wurde sie aufgenommen? Das kann man heute im Zeitalter der KI eigentlich ganz gut nachvollziehen. Überwiegend aus drei Gründen, würde ich sagen. Das eine ist, dass die Architektur als Disziplin immer wieder das Gefühl hat, technisch hinterher zu hinken. Wenn also aus der Industrie oder aus den Wissenschaften, der Technologie ein Zeichen des technischen Fortschritts kommt, springen sehr viele auf den Zug auf und sagen, das müssen wir sofort machen, sonst sind wir nicht up to date. Der zweite Grund ist natürlich, dass die Kybernetik ein Versprechen war, die Form aufzulesen. Denn wenn man an die Virtualisierung denkt, wenn man an Diagramme denkt, die in der Kybernetik sehr en vogue waren, dann hat man eigentlich alles über Strukturen versucht zu erklären. Also die Welt wurde zu einer Datenbank auf der einen Seite und auch zu einer einzigen großen Struktur erklärt, in der die Form keine Rolle mehr spielte. Und das war natürlich aus architektonischer Sicht auf der einen Seite beängstigend, weil wir ja uns über die Form auch definieren und auf der anderen Seite auch ein kleines Abenteuer, weil wir gewissermaßen untreu wurden, unserer eigenen Form Euphorie in der Disziplin und anfingen, alles über Strukturen zu erklären. Stichwort Strukturalismus zum Beispiel, den es in der Mathematik, in der Biologie, aber auch in der Architektur gab. Und die dritte Ebene ist natürlich, dass die Kybernetik auch etwas versprochen hat, was wir heute auch sehr gut nachvollziehen können, nämlich die Auflösung des Materials. Also die Vorstellung, dass ein Raum nicht aus vier dicken Wänden bestehen muss, sondern aus, sagen wir mal, Feldern, aus elektronischen Feldern, aus Beziehungen, aus Korrelationen. Also eine Art
ganz, ganz frühe Vorstellung von virtuellem Raum, Virtualisierung, die ohne Material auskommt. Und das war natürlich wahnsinnig attraktiv, hatte auch etwas von Avantgarde. Und ja, wenn man über Systeme nachdenkt, dann denkt man über Struktur nach, über das Zusammensetzen von Dingen, aber man denkt weniger über Form nach und auch weniger über Material. Die Kybernetik ist in den 70er Jahren nach dieser unglaublichen Euphorie etwas ins Zwielicht geraten. Denn das Versprechen der reinen Kybernetik war etwas zu groß und wurde vielleicht auch in der Architektur, sagen wir mal, etwas zu unreflektiert aufgenommen. Denn auf der einen Seite war die Kybernetik das Versprechen über die, sagen wir mal, Erfindung einer Universalwissenschaft namens Kybernetik verschiedene Disziplinen zu kombinieren und zu vereinen. Also eine Art Einheitswissenschaft der Umwelt gewissermaßen zu bilden. Und die Architektur wäre ein Teil damit. Und wir tragen ja in der Disziplin auch immer den Komplex in uns, nicht genau wissen zu können und auch zu wollen, wo wir uns ansiedeln wollen, eher Richtung Kunst, eher Richtung Wissenschaft oder Richtung Technologie. Und die Kybernetik hat uns diese Sorge, diese Angst, uns nicht positionieren zu können, dadurch versucht zu nehmen, indem sie gesagt hat, wir sind von Grund auf interdisziplinär und ihr seid mit dabei. Das heißt, das war ein extrem spannendes Versprechen der ganzen Disziplin gegenüber. Das kam in den 70er Jahren etwas ins Schwanken, weil man festgestellt hat, außer Diagramme zeichnen und sagen wir mal kybernetische Kunst, elektronische Kunst, hat die Kybernetik im Feld des Kreativen nicht sehr viel bewirkt. Damit meine ich jetzt, es gab keinen, sagen wir mal, keine neuen Erfindungen, es gab kein kybernetisches Gebäude, was irgendwie zu einem Prototypen von vielen anderen kybernetischen Gebäuden geworden ist. Man kann also sagen, die Industrie hat die Architektur auch ein bisschen fallen gelassen und damit auch die Kybernetik. Denn die Hoffnung war, die Kybernetik produziert den Architekten der Zukunft, der sich auskennt mit digitalen Systemen. Und in den 70er Jahren wurde diese Hoffnung sozusagen durch eine andere Hoffnung überlagert, nämlich die Hoffnung, durch neue Werkzeuge der Architektur zu helfen. Das ist ein ganz, ganz spannender Moment. Wir sind 1967, 68 in Yale, wenn mich nicht alles täuscht, an der zweiten großen Konferenz Computer Graphics in der Architektur. Und der große Kahn spricht also mit Steve Koons, der damalige das große Mastermind hinter den digitalen Systemen war, wie wir sie heute auch kennen. Also die Zeichenprogramme, die ersten CAD-Systeme, die Entwicklung der Maus, die Entwicklung von virtuellen Brillen. Und natürlich, aus Sicht der Technik ist die Gesellschaft immer am Anfang, weil Technologie ist ein großes Versprechen. Das heißt, Koons hat eine sehr interessante rhetorische Figur aus der Tasche gezaubert, um Kahn vielleicht auch etwas zu ärgern. Denn Kahn war natürlich von Grund auf mürrisch und auch kritisch gegenüber den neuen Systemen, weil er, wie so viele andere Architekten und Architektinnen bis heute auch, an einen Verlust des humanistischen Denkens durch Technologie glaubt. Das heißt, Kahn hat immer wieder gesagt, die Technologie bedrohe das Kreative sei eng mit dem humanistischen Denken verknüpft, würde sich zum Beispiel in der Zeichnung auch äußern. Und wenn man die Zeichnung automatisiert und maschinisiert, würde man auch, so Kahn, das Denken automatisieren und maschinisieren. Und das war sozusagen seine große Sorge. Und ich glaube auch, dass wir heute im Zeitalter der KI eine ganz ähnliche Debatte führen.